Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales in der Folge 30. Und wir sind jetzt ja in der letzten Folge bis hier reingekommen. Leider mussten wir unsere Kollegen zurücklassen, aber Ivo wird ihnen die Tür öffnen. Und ja, so sieht's aus. Was sollen wir sagen? Tja, wir haben hier so ein bisschen, und jetzt muss ich gestehen, ich habe es vorhin ein bisschen ausprobiert, weil ich vorher dann doch ewig lange dran rumgebastelt habe. Aber jetzt weiß ich inzwischen, wie es weitergeht. Hier sind noch mehr von den Dingern. So. Der Schaft lässt sich hineindrücken. Ja. Die Maschine scheint mit dieser Kombination nichts anfangen zu können. Ja, das ist so ein Spiel. Ich habe mir jetzt die Kombination nicht aufge... Das bedeutet, eins ist richtig, aber nicht an der richtigen Position, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, dieses Ding... Jetzt kann ich natürlich nicht sehen, welches ist das? Sowas hier? Okay, also das... Hat viel mit Ausprobieren zu tun, denke ich. Also wir haben jetzt drei Zeichen richtig, aber an der falschen Position. Ich hoffe mal, es sind hier vorne die Zeichen. Oh, das war nicht gut. Da wir ja nicht wie beim Master am 1, sondern hier halt beliebig viele Versuche haben, können wir es auch gleich richtig machen. Eins richtig. Da wir nur an diesem gedreht haben, würde ich sagen, ist das dann das Richtige. Okay. Das heißt hier theoretischer Stern. Das heißt nur noch das hier oben. Die Maschine funktioniert tatsächlich noch. Ah. Gut, soweit so gut. Schön. Hört sich an, als würde Luft durch das Rohr gepresst werden. Und das hier ist dann wohl eine Vorrichtung, mit der man etwas in den Luftstrom einschleusen kann. Versuchen wir es. Yay, versuchen wir es. Und weg damit. Vermutlich ist das gesamte System nicht mehr in gutem Zustand. Okay. Brauchen wir das als irgendwann? Ich sehe schon. Das brauchen wir bestimmt irgendwann als Waffe. Was ist das hier? Dieses Tal dreht sich immer mal wieder schwunghaft um 90 Grad. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum es das tut. Tja, ich ja auch nicht. Aber... Hier. Das da. Könnte passen. Mein Spankomat 1000 funktioniert und dürfte ziemlich wehtun. Gut, das ist das. Starten wir doch mal, oder nicht? Ich glaube, das war's. Klingt gut, erstmal. Und? Na also, läuft doch wie am Schnürchen. Kommt rein, ihr beiden. Nichts zu hören. Da müssen wir sie wohl abholen. Wo sind denn die beiden? Brauchen sie eine Einladung? Frag nicht. Ich weiß das nämlich nicht. Okay, Jungs, was soll... Okay. Na toll. Ist es zu viel verlangt, hier ein paar Minuten zu warten? Anscheinend. Dann gehen wir mal gucken. Sind die jetzt mit dem Schiff abgehauen oder was? Wo
Wo sind die denn? Oh. Hey, hörst du mir zu? Okay. Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst, sie wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Alles klar. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Okay. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Cool. Aber das hatte ich gesehen. Nee. Die Angel. Ich wollte doch die Angel angucken. No, 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 no. Ich wollte doch die Angel. Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Die nehmen wir wieder mit. Schadet ja nicht. Hm. Okay, wir können hier rüberschwingen weiterhin. Können wir die retten? Oder ist das nicht so eine gute Idee? Schauen wir mal. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Er gehört nicht zu dir. Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Okay. Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Zumindest, wenn er so dasteht. Können wir mit der... Na gut, ich denke, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Also geht's drin weiter, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, ob wir den blöden Zauberer nochmal über den Weg laufen. Ich hoffe ja nicht. Aber eigentlich müssten wir natürlich irgendwie dem über den Weg laufen. Okay, das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun, öffne dich! Mhm. Ich befehle dir, öffne dich! Ein Idiot. Bitte? Ich werde dich zerstören. Dich und deine ganze Familie. Tja. Wenig beeindruckend, würde ich sagen. Aber gut. Also so, jetzt habe ich irgendwas unterbrochen. Mein Spankomat 1000. Was ist damit? Okay, verstehe ich. Na gut. Das haben wir gemacht. Hier wissen wir, dass wir... Sollen wir jetzt mit dem Typen reden? Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Von dem kleinen Kerl mit dem hohen Blutdruck halte ich mich lieber fern. Du! Kann ich vielleicht die Dings holen? Die Kristalle? Die Kristalle brauche ich, um drüben das andere Tor zu öffnen. Aber einer von den Jungs muss mir dabei helfen. Ja. Aber ich kann die doch trotzdem schon mal einkassieren, oder nicht? Okay, das heißt, wir müssen so oder so
erst die Jungs retten. Was war das? Hab ich was verpasst? Du! Sollst! Dich! Ah. Öffnen! Ja. Okay, betrachte Steinchen. Wozu auch immer wir einige kleine du Steinchen, blank und rot gewaschen von der Strömung. Dich! Öffnen! Von dem kleinen Kerl mit dem hohen Blutdruck halte ich mich lieber fern. Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Okay. Ich glaube, nutzen wir die Steine, um den Troll umzudrehen? Ich weiß es nicht. Hui! Ba-ba-ba-ba! Wisst ihr Bescheid? Also nein. Eine ziemlich alte Dose Ölsardinen. Ich glaube kaum. Der Troll würde mich sehen, sobald ich die Deckung verlasse. Zumindest, wenn er so dasteht. Tja. Und wie soll ich den wenden und drehen und irgendwie bewegen? Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Hm. Wo ist denn hier Cheep Cheep? Gute Frage. Ich bin irritiert. Gut, ich meine, ich könnte mich jetzt hier verstecken oder so. Nein, ich bleibe hier oben. Okay. Dann fehlt mir gerade so ein bisschen der Anlass. Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ah, doch, ich weiß, alles klar. Ich weiß. Wenn ich den da rausschieße, wird der da rausgeprügelt und so die Idee. Funktioniert ja vielleicht nicht. No. Muss ich das jetzt timen oder wie? Okay. Den Boden. Vielleicht kann ich den Hexer hier reinlocken und ihn irgendwie überwältigen. Nur wie? Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Von dem kleinen Kerl mit dem hohen Blutdruck. Ich hasse dich! Ich hasse! So nicht. Wie denn? Also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Mensch. Oh, hier sieht man gar nicht. Sehr gut.
Munkus mag dämlich aussehen, aber ich glaube, er besitzt einige Macht. Wenn er mich sieht, könnte es auch sein mit mir. Tja. Na gut, wie wir den da reingelockt kriegen, würde ich sagen, sparen wir uns dann für die nächste Folge auf. Ich werde dich zerstören! Ja. Dich und deine ganze... Ich blende den mal ein bisschen aus. Ja, also wie gesagt, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann erst in der nächsten Folge von Let's Play The Book of Unwritten Tales. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch... Mann, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Mensch, ja, wären wir jetzt in der Produktion, dann würden wir wahrscheinlich das rausschneiden und nochmal von vorne machen. Das mache ich aber hier natürlich nicht. Deshalb, bis zum nächsten Mal.